Go. Oh. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Grounded, na, Ground Zero so. Wir haben hier eine gute Packung. Was ist das? Chips? Nee. Ist das eine Dose? Ist das eine Dose hier? Nee. Eine Tetra-Pack-Verpackung von irgendwas, ne? Ja, glaube ich. Aber Rot ich. Ameisen. Ja, es ist ein Tetrapack mit einem Strohhalm drin. Och, so cool. Wo hat's hier? Oh, Kleeblätter. Soweit es auch gereicht. Überall hier Kleeblätter. Wir werden hier nochmal gute Freunde werden. Oh. Hörst du das auch, dieses Geräusch? Welches Geräusch? Hier ist Butto, Butto, Butto. Ja, mich greifen Ameisen an. Ich greife Ameisen an. Ich bin beim Baum. Du bist beim Baum, ne? Okay. Rohes Läusefleisch habe ich gerade gekriegt. Oh, super. Und ich sehe gerade schon wieder einen Saft. Schlag mal eine Eichel auf. Eichelschale. Oh, cool. Das sieht man nicht jeden Tag. Was ist hier auf dem Boden? Saft. Perfekt. Schnappen. Oh, was ist das zum Teufel nochmal hier? Das ist ein Saftklumpen. Du hast doch die Steinaxt, ne? Patrick. Du Kannst du meinst mal. den Hammer? Ja, komm mal her. Du kannst Jo, einen ich komme. Saftklumpen hier mal sprengen. Auch noch ein paar Schläge, aber es tut sich was. War das Saft alles? Jupp. Perfekt. Nein, was machen wir hier? Picky. Jetzt habe ich 10 Saftklumpen mir eingesammelt. Och, du kannst die Eichel sprengen, ich nicht. Schade hier. Schade, Angst. Schokolade. Da müsste ich echt auch mal, Ich höre ein Viech, was nicht so. Oh, Was Till. ist in den Eicheln? Till. Ja. Komm nicht hierher. Warum nicht? Willst du dir das wirklich antun? Ja. Oh, warte mal. Ich bin hier. Ah, hier ist doch, Ah, du bist richtig gegangen. Gut, weil da, wo ich hingehe, da war eine Wolfsspinne. War nicht eine kleine. Hö, 100 Wissenspunkte? Science! Boah. Au. Ich kann auch nicht rein. Was ist es hier? Was kann man nicht viel machen hier? Von hier kam das Ding irgendwie, ne? Müssten wir hier. Oh, warte mal kurz, da hinten ist noch was für ein violettes Licht irgendwie. So ein. Da leuchtet was. Ja, dann lass uns mal. Ja, bei mir kommt wieder der Radar. Auf was bin ich tot? Wäre ich tot gewesen? Das ist kein Karnickel? Okay. Ich möchte echt auch die Axt haben, wo du hast. Also die. Warum? Übrigens, die Eichelschale kannst du auch mitnehmen, ne? Hab ich. Ich habe da noch ab und zu eine gesehen. Ich frage mich, Was ist Oh. hier nur los? Oh. Na, hallo, du schönes Teil. Was ist da, das violette Ding, ne? Nee, ich gehe da nicht rein.
Was aber leuchtet denn da? Aber jetzt war da wieder das Geräusch und jetzt ist das Geräusch weg. Was ist das? So. Hier ist was abgestürzt, ne? Guck mal, sind das hier Spuren? Versuche das Eichenlabor. Ich habe ein Labor gefunden. Ich habe eine Spinne gefunden. Ja, viel Spaß mit der. Ja. Wo bist denn du durch? Da bei dem violetten Teil war so ein Hinterblatt. Hier rein, alles klar. Ja, ich bin links nebenan vorbeigegangen, ne? Was? Komm, was machst du davor? Du bist in Einstellung, oder? That glowy thing looks like some real nerd stuff. Ich baue mir eine neue Axt. Ich zieh mal ran. Passiert nichts. Hier passiert nichts. Wenn ich hier rumdrüdel, dann passiert nichts. Wird wohl an der Leitung liegen, dass hier kein Strom verbaut ist, ne? Versperrt. Geht nicht. Ist doof, ne? So, jetzt ist alles grün. Wie? Was hast du gemacht? Ich hab ein paar Knöpfe gedrückt. Ach so, die kann man... Okay. Naja. Ja. Ich bin tot. Ich bin auch am Arsch, so. Bist du tot? Nee, aber ich helfe dir. Pass auf, er kommt. Jetzt bin ich dann gleich tot. Okay, der folgt dir. Ne, der geht wieder zurück. Warte mal kurz, du kannst... Oh, geh weiter. Poops, come on. Can't do this without you. Okay, zum Glück sieht er uns gerade. Okay, jetzt... Nein. Ach, das ist doch kacke hier. Kann ich hier mit einem... Ich habe FPS-Einbrüche gerade, ich bin tot. Mein OBS sagt wieder mal nein. No. Ich bin tot. Ich auch. Oh. Na toll, wie kriegen wir den? Wir müssen da auf jeden Fall... Oh, jetzt müssen wir unser Inventar wiederholen, ne? Ja. Immerhin ist das Inventar markiert. Ja, finde ich auf jeden Fall nice. Da rennen wir kurz dahin, ne, würde ich mal sagen. Mhm. Boah, ich habe so FPS-Einbrüche gerade, das ist unnormal. Wirklich? Ah. Ja, bei mir ist selbst 30 FPS, also die zweite Folge war ohne Probleme aufzunehmen, aber jetzt die nächsten zwei, jetzt backt der bei mir richtig rum. Ja, es ist halt ein bisschen Unterschied, ne? Gut, ich habe auch einen Überritt. Ja, aber ich habe alles auf niedrig gestellt, ne? Also das Ding ist halt eben, ist im Nachhinein ist man immer wieder schlauer. Ich habe circa wirklich 5000 für den Rechner ausgegeben. Aber das bringt nichts. Das bringt echt nichts. Boah, da sind violette Blümchen. So. Da, wo das violette Stinke-Ding zurechtgekommen ist, ne? Da müssen wir hin. Genau. Ach, ich probiere mal teilweise die Läuse noch in hier zu mähen, weil wir einfach was können. So, die nächste hier. Ist schon schön, ne? Das Ganze. Also hier. Es ist echt geil gemacht. Also da die haben sich echt was Nices überlegt dafür. Ja, da rechts geht's auf jeden Fall nicht ganz gut, ne? Der Grafs Inventar. Jo.
Junge. Da hat wieder volles Leben, das Arsch, ne? Über den Tisch hier gezogen. Ich glaube, da kriegt er das nicht gebacken. Oh shit. Der hat mir eins richtig reingezwiebelt, ne? Ja. Hat irgendwie Elektroschock oder so. Ich hab so Soundbugs in dem Game, das ist unnormal. Welche Soundbugs? Er hat gerade Soundprobleme. Also. FPS-Einbrüche, Soundprobleme. Wo ist denn der jetzt hin? Er ist hier hinten. Echt nur noch wenig Leben, ne? Ah, nee. Bisschen mehr als gedacht. Ich bin tot. Geh weg. Du musst mir helfen. Ach, warum verfolgt mich das Arsch? Tricks hinaus. Wo ist er? Oh oh. Nur noch 15 Sekunden. Nice. Nein, er kommt. Ich bin tot. Ja, fuck, wirklich? Ja, und jetzt ist er natürlich. Und jetzt resettet er sich nochmals. Wollen wir den wirklich schon machen oder wollen wir uns zuerst ein bisschen wappnen dafür? Ja, ich will mal die Rüstung holen und dann noch machen wir das in einer anderen Runde. Oh wow, meine Aufnahme buggt so rum, ey. Das ist unnormal. Dann wird's wirklich langsam Zeit für einen anderen Rechner. Beziehungsweise dann wirklich mal einen richtigen Rechner und keinen Laptop, weil das, naja. Ja, aber das kann's nicht sein. Es lief jetzt so gut und plötzlich macht er schlapp. Hat der da im Hintergrund irgendwelche Viren, also Virenprogramm oder so laufen? Keine Ahnung, was der im Hintergrund immer abzieht. Ein Spiel, egal was ich offen habe, schon 100 CPU-Auslastung auf 100%. Übrigens, die Rüstung zum Upgrade, ne? Also zum, nicht zum Upgrade, sondern zum Reparieren benötigen nur Kleeblätter, finde ich okay. Finde ich in Ordnung. Ja, Essen, ne? Du brauchst Essen, mein Junge Patrick hier. Gut, wer braucht das nicht? So eine Frage eigentlich. So doof. Braucht jemand. Jeder braucht da was zu futtern, ne? Ja, wie kommen wir jetzt wieder dahin? Die Tür rein oder so? Oder. Die gibt's immer noch, die Tür, oder? Ich denk mal schon, oder? Die Tür wird es ja bestimmt immer noch geben. Boah, hier ist ja wirklich ein Klee-Wunderland. Die Marienkäfer machen echt schönen Sound. Oh je. So, ich habe mein Inventar. Der Typ kommt schon wieder. Tschüssi. Boah, bei mir buggt das Spiel gerade so hart rum, oh mein Gott. Ich hab noch keine einzigen Einbrüche. Soundeinbruch, Frame-Einbrüche, gerade momentan ist. Hart am Scheißen das Ganze, ne? Ey, guck mal, jetzt Klee. So. Das Spiel braucht nicht mal wirklich große Anforderungen und mein PC denkt sich so. Ich kann mal kurz gucken, nur mal so probehalber. Gut, ich habe eh einen überzüchteten Computer hier rumstehen. Ja, die CPU ist bei 15% und der Arbeitsspeicher bei 9%. Also der RAM ist bei 9%. Ich habe auch 128 GB oder so. Ja, genau. Ja, braucht's echt nicht. Aber was haben? Wenn man es hat, dann hat's man, ne? Dann hat man. Müssen wir jetzt kurz gucken hier. Reparieren. Jo, das passt. Auch hier reparieren. Das ist echt cool, dass man die Rüstung einfach nur mit Kleeblätter reparieren kann, ne?
Jo. Und dann eben die Gieselachs zum Beispiel mit Quarzitstück, keine Ahnung wie, wo, was, warum. Aber immerhin die Rüstung, dass die wieder okay sind. Finde ich gut. Ich gehe zu unserer Base zurück. Ich komme eigentlich auch gerade so. Dass du die markiert hast, finde ich echt gut. Sonst hätte ich die nie mehr gefunden. Oh, hier sind schöne Pilze. Pilzstufe 2. Kann man bestimmt irgendwie kochen oder so. Die haben hier einen See. Nice. Sehe ich gerade. Ach ja, es gibt eine Unterwasserwelt. Genau, das wollte ich noch sagen. Es gibt mehrere Biome sozusagen. In jedem Biom musst du irgendwas absolvieren. Du vielleicht festgestellt hast, da mit dem Roboter und so. Ja, mehr oder weniger, ja, genau. Oh, Armed Raspberry Punch. Oh. Du hast entdeckt. Ja, aus dem Strohhalm kommt nichts. Das ist der Saft-Tetrapack da. Das Tetrapack mit Saft drin. Die Eichen. Ja, das Eichellabor hier. Ein Flavor Drink auch noch. Oh, du hast das Spiel verlassen. Was ist jetzt? Mir ist gerade gezeigt, du hast das Spiel verlassen. Hä? Wie? Keine Ahnung. Ich habe auf Map gedrückt. Der Computer sagte nein. Vielleicht. Ach, das macht mir echt hier Sinn. Gibt es hier irgendwie Bewegungsunschärfe? Oh mein Gott, was ist jetzt los? Nein! Sorry. Jetzt. Oh. Nee, das sieht auch irgendwie komisch aus. Oh mein Gott. Oh, doch wieder auf 20%. So. Also jetzt bin ich, glaube ich, aus dem Spiel raus, oder? Jo. Okay, kann ich dich einladen? Du bist offline. Aufnahme. Du bist offline. Ach, da hinten ist das Haus. Oh, noch knapp 2 Meter zum Haus. Es ist irgendwie komisch, dass hier alles in Zentimeter angegeben ist, wenn man tagtäglich mit Millimeter arbeitet. Das ist wirklich lustig. So, warte mal, ich muss, glaube ich, reloggen. Du bist auf jeden Fall offline, das kann ich nicht mal hinzufügen, ne? Und ich glaube, da klären wir das in einer anderen Runde, beziehungsweise in einem neuen Part, weil es ist auch schon 18 Minuten rum und das kriegen wir so nicht mehr gebacken. Ändert bei mir immer die Auflösung. Jo. Was willst du tun? Ja, dann gucken wir in der nächsten Runde weiter. Und das wird vielleicht in der nächsten Session sein. Keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Lieben Dank. Ne? Und das Ganze hier ist ja komplett teilweise für den Arsch für den Partikel. Also für dich ist es ja ein bisschen doof, ne? Ja, aber ich weiß auch, warum es liegt. Er hat irgendwie Grafikprobleme. Der hat mir jetzt 3-4 Mal die Anzeigeneinstellung geändert und deshalb hat Streamlabs gesagt, okay, jetzt bricht die Framerate ein. Naja, es wird ja dann andere Dinge problematisch. Aber jo, klären wir in der nächsten Runde. Und ich hoffe mal, dann geht's auch flüssig hier weiter. Bis dann, ne? Und vielen lieben Dank. Tschüssi.